Ich stalke Sarah ein paar Tage später, während wir einem Ehepaar, das sich in den nächsten 16 Jahren dreimal trennen und sich dreimal wieder das Ja-Wort geben wird, eine Eigentumswohnung mit drei Schlafzimmern in Harlem zeigt. Dabei erfahre ich, dass Nicolas Jansen, der feine junge Herr, den ich dazu angestachelt habe, mich in einer Gasse in Amsterdam niederzustechen, in ein Kloster eingetreten ist. Ups. Das war ganz sicher nicht als Option für seine Zukunft vorgesehen gewesen, als ich ihn in dieser Gasse traf. Er hatte von der Drogenklinik ins Gefängnis und wieder zurückwechseln sollen. Vielleicht sogar eine Zeit lang Essensreste aus Mülltonnen klauben, Ekzeme bekommen, Kopfläuse ausbrüten. Nachdem er mich niedergestochen und seiner Ansicht nach getötet hatte, fühlte er sich deswegen so schuldig und fürchtete sich so sehr davor, erwischt zu werden und im Gefängnis zu landen, dass er ausnüchterte und auf die Polizei wartete. Er rechnete fest damit, dass sie kommen würden, um ihn abzuholen. Doch als immer mehr Zeit verging und niemand kam, um ihn einzubuchten und auch keine Meldung über den Mord in den Medien kam, interpretierte Nicolas das als ein Zeichen von Jerry. Er meinte, dass ihm eine zweite Chance für ein neues Leben geschenkt worden war. Und deshalb beschloss er, dem orthodoxen Kloster von Saint-Nicolas in den Bergen von Südfrankreich beizutreten. Sein Schicksal änderte sich höchstwahrscheinlich in dem Moment, in dem er mich niederstach. Ich war jedoch zu sehr damit beschäftigt, meinen Menschenanzug reparieren zu lassen und mich in Sarah zu verlieben und habe deshalb nicht bemerkt, was mit Nicolas Jansen passiert ist. Vermutlich hätte ich den Jungen nicht aus den Augen lassen dürfen, um mitzubekommen, wie sich die Dinge für ihn entwickeln. Aber ich hatte mich damit abgefunden, dass er mehr Zeit im Gefängnis als in der Reha verbringen würde. Und außerdem bin ich mir eben nicht ständig all der Dinge bewusst, die jeder einzelne meiner Menschen vollbringt. Ich glaube, das ist einer der Punkte, die Jerry meinte, als er mir sagte, ich solle meinen Job besser machen. Dummerweise kann ich es einfach nicht mehr ertragen, dieselbe alte Leier immer und immer und immer wieder zu hören, weshalb ich dazu neige, irgendwann einfach auszublenden. Ungefähr so, wie ich es bei Überflüssigkeit zu tun pflege. Heute dann habe ich mich einmal kurz umgeschaut und entdeckt, dass mein Möchtegern-Mörder sein Schicksal verbessert hat. Oder besser gesagt, ich sein Schicksal verbessert habe. Regel Nummer 2: Verbessere niemals ein Schicksal, das jemandem zugewiesen wurde. Das erhöht nicht gerade meine Chancen, Mitarbeiter des Monats zu werden. Allerdings ist es ja nicht so, dass ich es absichtlich getan hätte. Es war ein Unfall, eine Kurzschlusshandlung, ein Fehler. Ich hoffe dennoch, dass meine Rolle bei der Verbesserung von Nicolas Jansens Schicksal durch das Raster fällt, ohne dass Jerry bemerkt, was passiert ist. Schließlich sprechen wir davon, dass der Junge einem Kloster beigetreten ist. Ist ja nicht so, als ob Nicolas Jansen eines Tages heilig gesprochen werden würde. Also gibt es eigentlich keinen Grund, aus dem Jerry etwas bemerken sollte. Es sei denn, er führt eine Stichprobe in der Prädestinationsbilanz dieses Monats durch. Doch Jerry hängt so mit seinem Papierkram hinterher, dass ich mir diesbezüglich keine Sorgen machen sollte. Wieso habe ich dann trotzdem das Gefühl, dass etwas nicht stimmt? Sarah legt ihr Bein über meinen Oberschenkel, ihre Hand ruht auf meiner Brust und sie lehnt den Kopf an meine Schulter. Ich rieche ihr Haar, nehme den Duft ihres Shampoos wahr. Ich höre das sanfte Ausströmen ihres Atems. Ich spüre ihren Puls durch meinen Menschenanzug. Und plötzlich fühle ich mich insgesamt so viel besser. Es ist eine merkwürdige Erfahrung, dieses Gefühl von Zuneigung, das so vertraut erscheint. Diese tiefe Verbundenheit ohne Sex. Dass es jemanden gibt, der sich Gedanken um mich und meine Angelegenheiten macht. Der mich aufmuntert, ermutigt, tröstet. Das warme Kribbeln, das mich stets durchläuft, wenn ich an Sarah denke, greift plötzlich wie ein Fieber um sich. In mir breitet sich eine Freude aus, wie ich sie nie zuvor verspürt habe. Und so mache ich einmal mehr etwas, das ich noch nie getan habe. Ich drücke Sarah an mich, küsse sie auf den Scheitel, genieße das Gefühl, sie einfach zu halten, ohne mehr zu wollen. Als sie mich anschaut, küsse ich sie auf beide Augenlider und auf die Stirn und lächle sie an. Sie lächelt zurück und kuschelt sich dann enger an mich, während ihr Blick zurück zu dem Geschehen auf dem Bildschirm wandert.
Und mit einem Mal fühlt sich alles richtig an. Perfekt. Einfach so. Zu Beginn, als ich erkannt habe, dass ich in das Schicksal mehrerer Menschen eingegriffen hatte, habe ich zuerst überlegt, wie ich die Sache richten könnte. Ich habe mich gefragt, wie ich meine Menschen zurück auf den Pfad schieben könnte, auf dem sie gewandelt sind, ehe ich ihnen in die Quere gekommen bin. Aber je länger ich darüber nachdenke, umso sicherer bin ich, dass es unmöglich ist, die Ausgangssituation wiederherzustellen. Und ich würde es auch nicht wollen, selbst wenn ich es könnte. Meine ganze Existenz hindurch habe ich immer und jederzeit gewusst, was als nächstes passieren würde. Mir selbst und meinen Menschen. Doch nun ist plötzlich und unerwartet etwas Neues in mein Leben getreten. Die Ungewissheit, das Unbekannte und damit die Spannung. Ich finde es aufregend, nicht zu wissen, was geschehen wird. Mit mir, mit Sarah, mit den drei Menschen, denen ich geholfen habe, einen besseren Pfad für sich zu wählen. Und plötzlich ist dieser Gedanke da. Was, wenn ich es noch einmal täte? Würde ich auch damit durchkommen? Klar, Jerry ist bestimmt kein allwissendes Wesen geworden, weil er bloß Shoppingkurse belegt hat oder während der Physikstunden eingeschlafen ist. Also besteht eine reelle Chance, dass er irgendwann dahinter kommt. Es sei denn, er ist so beschäftigt, dass ich weiterhin unter seinem Radar bleibe. Was möglich ist. Jerry ist zunehmend eingespannt, so dass auch er allmählich dazu neigt, die Dinge schleifen zu lassen. Auch wenn diese Dinge Bestimmung oder Schicksal oder eine der Offenbarungen betreffen. Also muss ich vorsichtig sein, wenn ich mich in die Leben meiner Menschen einmische. Und in diesem Augenblick wird mir klar, dass ich die erste Regel brechen werde. Auf der anderen Seite, wenn ich nur Vorschläge mache, subtile Hinweise gebe, einen sanften Stups in die richtige Richtung, dann ist es ja nicht so, dass ich die Parameter ihrer zugewiesenen Schicksale direkt verändern würde. Ich helfe ihnen einfach nur dabei, ihren ursprünglichen Pfad wiederzufinden. Helfe ihnen, ihre Zukunft zu optimieren. Und wenn ich einigen von ihnen unter die Arme greifen kann, indem ich ihnen den richtigen Weg weise, indem ich ihre Schicksale angleiche, ohne auf die Fehlentscheidungen zu achten, die sie in ihrem Leben getroffen haben, dann kann ich mir vielleicht auch selbst helfen. Vielleicht kann ich sie dadurch wiederfinden, diese Liebe, die mich einst mit meinem Job verbunden hat. Zum ersten Mal seit 500 Jahren fühle ich mich, als könnte ich etwas bewegen. Das letzte Mal, dass ich mich fühlte, als würde mein Tun etwas bedeuten, war in den Jahren der Renaissance. Klar, Bestimmung hatte den Löwenanteil der Leute, die für die Wiedergeburt der menschlichen Weiterentwicklung verantwortlich waren. Cervantes, Da Vinci, Shakespeare. Aber statt wie so viele meiner Klienten während der Blütezeit Roms an die Löwen verfüttert zu werden, spielten diejenigen auf meiner Liste während der Renaissance, Dante, Botticelli, Raphael, wenigstens eine Rolle bei der Veränderung der menschlichen Existenz zum Besseren. Seitdem ging es zusehends bergab. Klar, große Denker, Wissenschaftler und Maler wie Nietzsche, Edison und Van Gogh gab es auch danach, doch sie waren eben nicht auf meinem Pfad. Nein, ich bin auf Missionaren, Diktatoren und Präsidenten sitzen geblieben, die Religion verbreiteten, Krieg führten und Atombomben abwerfen ließen. Ganz zu schweigen davon, dass ich die Millionen Schicksale jener Menschen ertragen musste, die direkt oder indirekt durch ihre eigenen Aktionen starben. Seit ich also entdeckt habe, dass ich auch jetzt in den Schicksalen der Menschen des 21. Jahrhunderts etwas bewegen kann, selbst wenn ich nur einen Drogenabhängigen in ein französisches Kloster schicke oder einem dysfunktionalen Ehepaar eine Zukunft im Sadomasochismus geben kann, fühle ich mich fast, als hätte ich eine neue Art von Freude an dem Unvermeidlichen gefunden. Als hätte ich die Möglichkeit, mich selbst neu zu erfinden. Ein neues und verbessertes Schicksal. Wohltäter für die Menschheit. Oder zumindest für die menschlichen Totalschäden. Mein erster offizieller Versuch, das Schicksal eines Menschen aktiv zu beeinflussen, ist Amanda Drake, eine 45-jährige Crystal-Meth-Süchtige, die im East End von London lebt. Den Großteil ihres Lebens hat sie damit verbracht, die gesamte Liste der Methamphetamine rauf und runter zu nehmen,
und ist für Ladendiebstahl, Betrug, einfachen Diebstahl und Vortäuschung, ein Mitglied der königlichen Familie zu sein, im Gefängnis gelandet. Außerdem hat sie insgesamt 3 Jahre Drogenreha auf dem Buckel. Ich habe Amanda Drake aus mehreren Gründen ausgewählt. Erstens, sie steht heute auf dem Plan. Zweitens, sie braucht Hilfe. Und drittens, ich habe die Augen geschlossen und auf ihren Namen getippt. Schließlich will ich auf keinen Fall zu vielen Menschen aus nur einer demografischen oder geografischen Kategorie helfen und dadurch riskieren, irgendeine Art von Muster zu erzeugen. Also habe ich beschlossen, dass es am intelligentesten ist, jemanden per Zufall auszuwählen. Obwohl ich nicht sicher bin, ob Intelligenz wirklich einer der Faktoren in meinem Entscheidungsprozess gewesen ist. Laut Amandas ursprünglich gedachtem Pfad sollte sie als Kellnerin arbeiten, niemals heiraten und mit 68 allein in einem Altenheim sterben. Nicht das befriedigendste aller Schicksale, aber besser als das, was sie sich selber erschaffen hat. Als ich unangekündigt bei ihr hereinschneie, sitzt sie gerade bei ihrem Frühstück aus Ephedrinen, Salzsäure, Bremsenreiniger, Aceton, Lauge und Brennspiritus. Ich für meinen Teil hätte Waffeln und Speck bestellt. Amanda lebt in einem 3-Zimmer-Apartment über einer Reinigung und teilt es mit einem jungen, drogenfreien Paar, das ihr letzte Nacht verkündet hat, sie müsse ausziehen. Ihren Job in der Reinigung unten hat sie auch erst kürzlich verloren, als der Besitzer sie beim Reinigungsmittelschnüffeln erwischte. Ohne Job und ohne ein Dach über dem Kopf wird Amanda auf der Straße enden, um Geld betteln und sich schließlich prostituieren, um ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Sie wird abmagern, Nierenprobleme bekommen, mehr als einmal vergewaltigt werden und feststellen, dass es egal ist, wie tief sie sinkt, es gibt immer eine neue Leiter, die noch weiter nach unten führt. In weniger als 5 Jahren wird Amanda Drake tot sein. Wieso konnte ich für den Anfang nicht jemand Einfacheren nehmen? Einen Katzenfetischisten, einen zwanghaften Esser oder einen devoten Naturkaviar-Liebhaber zum Beispiel? Irgendein Menschen mit einem einzigen inneren Konflikt statt einer Frau mit genügend Problemen, um Jerry Springers TV-Talkshow mit ausreichend Gesprächsstoff für eine ganze Woche zu beliefern. Ehrlich? Ich verstehe nicht, wie Menschen so enden können. Sie sind die einzigen Wesen auf dem Planeten, die glauben, glücklich sein zu müssen. Sie machen sich Gedanken über Geld und ihre Zukunft und ihr Erbe. Sie machen sich Gedanken über Krieg und Krankheit und Tod. Sie machen sich Gedanken über Sex und Liebe und Beziehungen. Aber sie machen sich noch viel mehr Gedanken darüber, warum sie nicht glücklich sind. Nach mehr als 5000 Jahren fortgeschrittener Zivilisation will mir das immer noch nicht in meinen Schädel. Na, und so sitzt hier Amanda Drake, knapp an der Grenze zur Magersucht und mit Schorf im Gesicht. Ein Opfer ihres eigenen Elends. Eine Frau, die ihr Leben zum Besseren hätte wenden können und die sich stattdessen dazu entschlossen hat, es zerfallen zu lassen. Jahr um Jahr, bis sie schließlich den Punkt erreicht, an dem Teddy hinter der sprichwörtlichen Ecke lauert. Als ich da sitze und zusehe, wie sie die paar Sachen, die sie noch besitzt, in einen abgenutzten und dreckigen Stoffrucksack packt, dessen Schulterriemen nur von Sicherheitsnadeln zusammengehalten werden, frage ich mich allmählich, was ich hier tue. Dieser Frau ist nicht zu helfen. Und selbst wenn es anders wäre, hätte sie Hilfe überhaupt verdient? Ihr standen alle Möglichkeiten offen, ihr Leben selbst und ohne meine Hilfe auf die Reihe zu bekommen. Was sie viel mehr braucht, ist jemand, der sie von ihrem Leiden erlöst. Aber so sehr ich ihr auch helfen möchte, für diesen Job bin ich nicht der Richtige. Da wird sie schon warten müssen, bis Teddy sich in 5 Jahren meldet. In der Zwischenzeit steht mir zur Erprobung meiner neu entdeckten Wohltätigkeitsader ein reichhaltiges Angebot an mutlosen, desillusionierten und unzufriedenen Menschen zur Verfügung. Und so hole ich meine Liste heraus, schließe die Augen und lasse den Zeigefinger in der Luft kreisen, um einen anderen Menschen auszuwählen. Bevor ich eine Wahl treffen und mich teleportieren kann, gibt Amanda einen Laut von sich, der mich innehalten lässt. Mit dem Rücken zu ihr zögere ich einen Moment und hoffe, dass das, was ich gehört habe, nicht das war, was ich dachte, gehört zu haben. Doch dann schluchzt Amanda erneut. Ich drehe mich um und sehe sie auf den Knien über ihrem halbgepackten Rucksack. Ihre Hände bedecken das Gesicht, ihr Körper bebt mit jedem Schluchzen. Verdammt nochmal!
Und ich war so kurz davor, einen sauberen Abgang zu machen. Ich bin nie eine sonderlich vertrauenerweckende Persönlichkeit gewesen und ich habe noch nie gewusst, was man zu einer weinenden Frau sagen soll. Also beginne ich, an etwas Positives zu denken, um Amanda zum Aufhören zu bewegen. Aber sie weint weiter, bis ihr Weinen in ein lautloses Schreien übergeht und ihr der Speichel aus dem Mund tropft. Manchmal finde ich Menschen wirklich eklig. Ich wende mich deshalb direkt an sie und spreche es laut aus. Hey, schon in Ordnung. Du musst nicht weinen. Komm schon, Amanda, alles wird wieder gut. Jesus, könntest du mal die Klappe halten? Ich mache einfach weiter. Vielleicht dringt ja irgendwas zu ihr durch, wie zu George Bear damals in der Wohnung. Stattdessen scheine ich es allerdings nur schlimmer zu machen. Als mir schließlich nichts anderes mehr einfällt und mich die Frustration zu besiegen droht, schaue ich mich um, um sicherzustellen, dass wir allein sind. Dann materialisiere ich mich und sage die zwei Worte, die anscheinend immer das gewünschte Resultat erzielen. Schnauze halten! Es funktioniert. Amanda hält die Schnauze. Das Weinen hört auf. Das Sabbern geht weiter. Aber man darf keine Wunder erwarten. Was? Sagt sie und schaut mich zuerst verwirrt, dann panisch an. Was? Ich sagte Schnauze halten. Sie schließt den Mund, doch ihre Lippen zittern noch immer. Tränen glitzern auf ihren Wangen und Speichel fließt an ihrem Kinn herab. So ist es besser, sage ich. Ganz sicher denkt sie, dass ich hier bin, um ihr weh zu tun, sie zu vergewaltigen oder sie sonst wie zu misshandeln. Also muss ich sehr behutsam zu Werke gehen. Nichts sagen, was sie verängstigen könnte. Ihr bloß einen leichten Stups in die richtige Richtung geben. Ganz subtil. So, jetzt hör mir mal zu, du erbärmliche Verschwendung von Jerrys Gaben, setze ich an. Wenn du deine Scheiße nicht bald auf die Kette kriegst, wirst du innerhalb von 5 Jahren sterben. Okay, das war vielleicht nicht besonders subtil, aber dafür habe ich mich wenigstens klar ausgedrückt. Tot? Fragt sie. Ja, genau, tot, T-O-T, tot. Ist es das, was du willst? Energisch schüttelt sie den Kopf von einer Seite zur anderen. Und obwohl ich mir sicher bin, dass sie die Wahrheit sagt, dass sie nicht sterben will, sehe ich sie trotzdem noch nicht ihren 50. Geburtstag erleben. Stattdessen wird sie sich aufgrund meines plötzlichen Erscheinens und der Ankündigung ihres nahenden Todes so viel Crystal Meth durch die Nase ziehen, dass ihre Atemwege innerhalb eines Jahres permanent gereinigt sein werden. Anscheinend ist dieses Helfen komplizierter, als ich gedacht habe. Sieh mal, fahr ich fort. Ich weiß, dass du es höchstwahrscheinlich ernst meinst, dass du nicht sterben willst, aber ich glaub dir nicht. Also, lass es uns nochmal versuchen. Willst du sterben? Plötzlich fängt sie wieder an zu weinen. Was? Frage ich. Sie stößt ein paar Schluchzer aus und wischt sich dann ihre laufende Nase mit dem Ärmel ab. Willst du mich töten? Sehe ich aus wie tot? Frage ich. Ist mein Haar vielleicht weiß? Trage ich gefärbte Kontaktlinsen? Habe ich die Handschuhe von einem Leichenbestatter an? Sie schüttelt den Kopf, obwohl sie sich bei den Kontaktlinsen nicht sicher ist. Na also, nein, ich bin nicht gekommen, um dich zu töten. Ich bin hier, um deinen unwürdigen Arsch zu retten. Ihr Schluchzen ebbt ab und sie schnieft leise. Als sie zu mir hochblickt, steht so etwas wie Fassungslosigkeit in ihren Augen. Du bist hier, um mich zu retten? Das wollte ich dir die ganze Zeit klar machen. Ehrlich, Menschen können manchmal ganz schön schwierig sein. Die sind schlimmer als Paviane und es ist auch schwerer, sie stubenrein zu bekommen. Kommst du von der Klinik? Will sie wissen. Klinik? Welcher Klinik? Nein, ich komme nicht von der Klinik. Hat Mrs. Devon dich geschickt? Immer wieder diese Fragen. Pass auf, erwidere ich. Könntest du einfach mal die Schnauze halten? Du machst die Sache viel komplizierter für mich, als sie sein müsste. Aber ich verstehe dich nicht, gibt sie zurück. Was gibt's da nicht zu verstehen? Du musst mit den Drogen aufhören, du musst deinen Job finden und du musst dein Leben wieder auf die Reihe kriegen. Es ist echt ganz einfach. Aber ich weiß nicht wie, sagt sie und erneut fließen die Tränen. Ich habe so viele Fehler gemacht. Und mit diesen Worten löse ich mich in Luft auf. Ich bin in einer Bar in Duluth, Minnesota.
Nicht gerade meine erste Wahl, um einen entspannten Vormittag zu verbringen. Aber Darren Stafford hält sich meistens hier auf, seit er seinen Job als Biologielehrer an der Highschool verloren hat. Ebenso wie sein Haus, seine Frau und seine Selbstachtung. Und dann ist da natürlich noch die Vaterschaftsklage seiner 17-jährigen Top-Schülerin. Im Klartext bedeutet das, obwohl seine beiden Söhne fast aus der Schule raus sind, wird Darren 18 weitere Jahre Alimente zahlen müssen. Zum Glück für Darren wird man in Minnesota mit 16 volljährig. Deshalb muss er nicht in den Knast, weil er eine seiner Schülerinnen flachgelegt hat. Wäre die Kleine allerdings eine Kanadaschnepfe, eine Schneeeule, eine amerikanische Meise oder ein Eistaucher gewesen, stünden Darren 6 Monate auf Bewährung und über 100 Sozialstunden ins Haus. Sex zwischen Menschen und Vögeln ist in Minnesota generell verboten. Ich habe mir das nicht ausgedacht, ehrlich. Aber unabhängig davon, wie sehr die sexuellen Vorlieben einiger von der Norm abweichen mögen, staune ich doch immer wieder, wie weit manche Menschen gehen, um ihre Triebe zu befriedigen. Mich haut die Vorstellung jedenfalls um, dass jemand eine Krähe, ein Kolibri oder einen Zaunkönig ansehen kann und sich dabei denkt, sexy, das wäre doch mal was. Darren Stafford hingegen steht nicht auf Schnäbel und Federn, soweit ich weiß. Dafür steht er auf Jim Beam. Pur. Und genau jetzt hat er die zweite Runde des Tages, der nicht einmal 12 Stunden alt ist, fast durch. »Und was kann ich Ihnen bringen?«, fragt der Barkeeper, ein 49-jähriger Profimixer, der bei diesem Job bleiben und noch vor seinem 60. Lebensjahr an Lungenkrebs sterben wird. »Jim Beam«, ordere ich und nehme ein paar Hocker von Darren entfernt Platz. »Pur.« Ich hasse es, Alkohol ungekühlt oder ohne Eis zu trinken. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Menschen mir nicht einfach glauben, wenn ich ihnen erzähle, dass ich weiß, was ihnen zustoßen wird. Deshalb kam mir der Gedanke, dass es nicht schlecht wäre, vorher etwas Vertrauen aufzubauen, ehe ich meine Message an den Mann bringe. Tatsächlich schaut Darren Stafford in meine Richtung, prostet mir mit seinem nahezu leeren Glas zu und stürzt den Rest seines Jim Beam in einem einzigen Schluck hinunter. »Und außerdem nochmal dasselbe für den Herrn da drüben«, sage ich zum Barkeeper. »Mach einen Doppelten draus«, schaltet Darren sich ein, der nun näher an mich heranrückt. Ich gebe es zu. Darren Stafford habe ich nicht so zufällig ausgewählt wie Amanda. Aber die nächste Person auf meiner dumme Menschen in Not Hilfsliste lebt in North Dakota, und da habe ich die Gelegenheit genutzt, um im Land der 10.000 Seen vorbeizuschauen und nachzusehen, wie sich mein in Ungnade gefallener Lieblingsbiologielehrer so macht. »Harte Woche«, sage ich. »Du machst dir keine Vorstellung«, erwidert Darren. Es gibt keine bessere Methode, um sich mit einem einsamen Säufer anzufreunden, als ihm einen Drink zu kaufen. Außer natürlich, du kaufst ihm 2 oder 3. Die Drinks kommen und Darren schüttet mir, seinem neuesten, besten Kumpel, sein Herz aus. Dabei verändert er die Geschichte so, dass sie deutlich mehr zu seinen Gunsten ausfällt, mehr noch, als ich für möglich gehalten hätte. Fast klingt sie nach einem Märchen über Liebe, Unschuld und Verrat und nicht nach einer wirklich bescheuerten Entscheidung seinerseits. Diese dreiste Verdrehung der Fakten, sowie die Tatsache, dass er meine Großzügigkeit ausgenutzt und sich einen Doppelten bestellt hat, während ich meinen eigenen Drink kaum runterwürgen kann, ohne in mein Glas zu kotzen, wirft in mir die Frage auf, wie wichtig es mir wirklich ist, diesen Karl von seinem Pfad in den Alkoholismus und die Verzweiflung abzubringen. Bis er plötzlich zusammenbricht und zu weinen beginnt. »Hör zu«, sage ich, und lege ihm sogar tröstend eine Hand auf die Schulter. Normalerweise vermeide ich es, Menschen zu berühren, ausgenommen all die sterblichen Frauen, mit denen ich über die Jahrtausende hinweg Sex gehabt habe. Und meine Menschen fasse ich erst recht nicht gern an. Der Grund ist nicht so sehr die Beschaffenheit ihrer Körper, sondern vielmehr ihre Ausstrahlung. Auch jetzt kommt es mir so vor, als würde meine Hand auf vor Schweiß glänzendem, übel riechendem Fleisch ruhen. Hör zu, wiederhole ich, während ich meine Hand wegziehe und versuche, durch den Mund zu atmen. Du musst dich hier bleiben und dir das antun. Du hast eine Wahl. Ich verkneife mir, du Idiot, hinzuzufügen. Das wäre vermutlich keine besonders konstruktive Kritik. Wahl?
gibt er zurück und wischt sich die Nase am Ärmel ab. Welche Wahl? Ich bin gefickt. Nein, erkläre ich. Du bist gefickt worden. Und du hast jemanden gefickt, den du nicht hättest ficken sollen. Und weil du B getan hast, hast du A bekommen. Aber das bedeutet nicht, dass du gefickt bleiben musst. Er glaubt mir nicht. Nicht, bis ich die Details seiner Affäre vor ihm ausbreite, die Lücken in seiner Erzählung fülle und das von ihm gesponnene Märchen korrigiere. Misstrauisch blickt er mich an. Woher weißt du das alles? Bist du ein Bulle oder ein Anwalt oder sowas? Nur ein Freund, antworte ich und ersticke fast an dem Wort. Jemand, der dich besser kennt als du dich selbst. Naja, nuschelt er und lässt die Hälfte seines frisch aufgefüllten Drinks über den Glasrand schwappen. Wenn du mich so genau kennst, kannst du mir sicherlich verraten, wieso ich überhaupt mit der kleinen Schlampe geschlafen habe. Ich erzähle es ihm, sage ihm, was ihm an dem Morgen durch den Kopf ging, als er vor der Hintertür seiner Spitzenschülerin stand, erinnere ihn daran, was er hatte werden wollen, als er noch jung war, zähle ihm all die Fehlentscheidungen auf, die er in seinem Leben getroffen und durch die er die Verwirklichung seiner Träume verhindert hat. Na, und dann berichte ich ihm, was aus ihm werden wird, wenn er nicht genau jetzt diese Bar verlässt. Was? Ich will Sex mit Vögeln haben? Fragt er. Nein, aber das klang in meinen Ohren besser als Obdachlosigkeit und Filzläuse. Außerdem kann man nie vorsichtig genug sein. Und nicht zuletzt bin ich schließlich Mitglied der National Audubon Society, einer Umweltorganisation, die sich aktiv für den Vogelschutz einsetzt. Um ehrlich zu sein, muss ich mir keine ernsthaften Sorgen machen, dass Darren Stafford Sex mit irgendwelchen Eistauchern haben oder die nächsten Jahre depressiv im Suff schwelgen wird. Nach unserer kleinen Unterhaltung hier und heute wird er entdecken, dass er von vorne beginnen kann und dass es auch nach einem Totalausfall ein Leben gibt. Er wird einen Job am Community College annehmen und sich dort allerdings in eine 19-jährige Schülerin verlieben. Ja, manche Dinge ändern sich nie. Wieso sollte ich Sex mit Vögeln haben? Beharrt Darren. Ich sage ihm, dass ich es nicht weiß. Vielleicht hat's was mit Selbstbestrafung zu tun, für die Fehler, die er gemacht hat und die Leben, die er dabei ruiniert hat. Sex mit Vögeln zu haben, ist in Minnesota gesetzlich verboten, mischt der Barkeeper sich ein und schnippt die Asche seiner Camel in den Aschenbecher. Wo ich herkomme, ist es auch verboten, sage ich. Und wo ist das? Fragt der Barkeeper, der auf dem besten Weg ist, Lungenkrebs zu bekommen. Im Himmel, antworte ich und löse mich in Luft auf. Ist das Leben nicht schön? Habe ich immer gemacht, diesen alten Filmklassiker, in dem ein Engel einem aufrechten, aber komplett frustrierten Geschäftsmann zeigt, wie die Welt wäre, wenn er nie existiert hätte. Ehe der Barkeeper oder Darren die Chance hatten, darauf zu reagieren, materialisiere ich mich Sekunden später wieder an der Bar und wende mich an den Barmann. Übrigens, willst du nicht vielleicht das Rauchen aufgeben, wenn das bedeutet, dass du beide Lungenflügel behalten und deinen Enkel Football am Michigan College spielen sehen kannst? Und dann löse ich mich einmal mehr in Luft auf. Ich weiß, dass es keine gute Idee ist, sich so aufzuführen. Doch ab und zu kann ich einfach nicht anders. Nebenbei bemerkt, keiner der beiden wird mich je gegenüber einem Dritten erwähnen. Nicht mal untereinander werden sie über mich sprechen. Nach dem heutigen Tag wird Darren Stafford für den Rest seines Lebens nie wieder einen Fuß in diese oder irgendeine andere Bar setzen. Und obwohl es noch immer das Schicksal des Barkeepers ist, an Lungenkrebs zu sterben, schafft er es immerhin, seinen Enkel in der Startaufstellung als Weakside Linebacker für die University of Michigan spielen zu sehen. Wenn eine Krankheit einen Menschen erstmal fest im Griff hat, kann ich nichts daran ändern. Ich kann weder den bereits angerichteten Schaden rückgängig machen, noch die Krankheit daran hindern, sich weiter auszubreiten. Aber ich kann den Menschen sagen, dass sie die Krankheit bekämpfen können, dass sie nicht an all die Statistiken und Prozentzahlen und Fachärzte glauben müssen, die ihnen ihre geringen Überlebenschancen haarklein auseinanderlegen. Ich kann den Menschen Hoffnung geben, was zugegebenermaßen eigentlich nicht meine Stärke ist. Hoffnungslosigkeit, Misserfolg, Verzweiflung, das sind die Werkzeuge meines Geschäfts, und das waren sie auch stets, viel länger schon, als ich mich erinnern will. Ich habe mich an sie gewöhnt, habe es mir mit ihnen bequem gemacht. So sind sie mit der Zeit ein Teil meines täglichen Lebens geworden, wie Essen, Atmen und Non-Contact-Sex.
Hoffnungslosigkeit, Misserfolg und Verzweiflung sind Teil meines Alltags. Sind Teil meines Lifestyles. Teil meiner Natur. Und plötzlich wird mir bewusst, dass ich bisher im Grunde nicht viel anders als meine Menschen gewesen bin. Gefangen in meinen Gewohnheiten und so daran gewöhnt, die Dinge nach Schema F zu erledigen, dass ich für jede Möglichkeit eine Alternative blind gewesen bin. Diese Erkenntnis macht mich auf eine Art betroffen, die über Ekel und Selbsthass weit hinausgeht. Ich bin wie meine Menschen. Wir gleichen uns. Sie sind mein Spiegelbild. Ich bin ihr Spiegelbild. Und das ist eine größere Portion Realität, als ich zurzeit verkraften kann. In den nächsten paar Wochen überquere ich den Globus von Bogota über Budapest nach Bali und helfe Männern, Frauen und Kindern, deren Schicksal Mittelmäßigkeit oder Unterdrückung vorsieht oder einen schlechten Haarschnitt. Ja, spottet nur. Ihr habt ja keine Ahnung, welchen Einfluss ein schlechter Haarschnitt auf die Zukunft eines Menschen haben kann. Vor den meisten Menschen, denen ich helfen will, muss ich nicht in Fleisch und Blut auftreten. Und eine Wiederholung des sich aus dem Nichts Materialisierens, wie ich es bei Amanda Drake oder Darren Stafford gemacht habe, erspare ich mir lieber. Nein, nicht R, nur spare. Es wäre nicht gut, wenn zu viele Leute von einem Schutzengel reden, der ihnen erschienen ist. Bevor man es sich versieht, strahlt einen das eigene Konterfei von allen Zeitungen an. Man ist auf sämtlichen Kanälen und wird am Ende noch für Interviews in Talkshows wie Larry King oder Oprah gebucht, was Jerry wirklich ankotzen würde. Oprah hat ihn noch nie in ihre Show eingeladen. Manchmal allerdings bin ich doch dazu gezwungen, mich mit einigen in ihrer Gestalt auseinanderzusetzen. Dann versuche ich es mit bestärkenden Worten, freundlichen Vorschlägen oder ab und zu mit einem kleinen Schlag auf den Hinterkopf. Was bei dem Ehemann in München, der seine Frau schlug, nicht besonders gut funktioniert hat. Ein weiterer Anlass, um Genialität anzurufen und mein Gesicht reparieren zu lassen. So ganz raus habe ich den Dreh noch immer nicht. Ich habe mich den Großteil der letzten paar hundert Jahre von unterlegenen Kreaturen, die sich mit schöner Regelmäßigkeit selbst fertig machen, runterziehen lassen und bin darüber allmählich verbittert. Und seine Einstellung, diesen Wesen gegenüber zu ändern, ist nichts, was über Nacht geschieht. Trotzdem, ich versuche mit meinen Menschen zu arbeiten, ihnen beizubringen, wie sie ihr Leben wieder auf die Reihe bekommen, damit sie glücklicher werden. Was im Gegenzug auch mich glücklicher macht. Und ich glaube, ich beginne langsam zu verstehen, wie sie ticken. Obwohl mein Lernerfolg, was Sarah anbelangt, immer noch zu wünschen übrig lässt. Ich bin meinem Ziel, ihre Bestimmung zu erkennen, kein Stück näher. Und wenn überhaupt, fühle ich mich weiter von den Antworten entfernt als je zuvor. Ganz so, als würde ich die Fähigkeit verlieren, klar zu sehen, sobald ich mich ihr nähere. »Guten Morgen«, sagt Sarah, rollt sich auf die Seite und schaut mich von ihrem Kissen aus an. Es ist Sonntagmorgen und wir sind in Sarahs Schlafzimmer, das, obwohl es nicht anders geschnitten ist als meins, deutlich wärmer und einladender wirkt. Dunkelrote Wände, Bettwäsche in erdigen Farbtönen, keine Spiegel an der Decke. »Weißt du eigentlich, dass du niemals mit einem Schatten aufwachst?« meint sie. »Was?« frage ich und rechne nun mit einer philosophischen Diskussion über Archetypen und jungsche Psychologie. »Mit einem Bartschatten«, erklärt sie. »Die Gesichtsbehaarung bei Männern wächst über Nacht weiter. Selbst wenn sie sich abends rasieren, wachen sie mit einem Bartschatten auf.« Sarah streicht mit den Fingern über mein Gesicht. »Aber deine Haut ist genauso weich wie beim Schlafengehen.« Das ist ein weiteres Problem, wenn man sich mit einer sterblichen Frau verabredet. Sie bemerkt Dinge, die niemand je bemerken sollte. Wie zum Beispiel, dass ich keinen Körpergeruch besitze. Oder dass ich mir nie die Fingernägel schneiden muss. Oder dass ich mich nicht rasieren muss. »Ich habe mir die Haare weglasern lassen«, erwidere ich, weil es die einzige Antwort ist, die mir einfällt. »Das ist schade«, sagt sie. »Hin und wieder finde ich ein Dreitagebart ganz sexy.« Memo an mich selbst. Genialität ein paar Haarwurzeln im Gesicht anbringen lassen. »Also, was wolltest du werden, als du ein kleiner Junge warst?« will Sarah wissen und fährt mit einem Finger über meine Brust. »Ich?« frage ich. »Nein,
Gib sie zurück. Ich meine den anderen Typen, der mit mir schläft. Wieso möchtest du wissen, wie ich gewesen bin, als ich ein kleiner Junge war? Reine Neugierde, sagt sie, während sich ihr langer, zierlicher Finger auf meinen Nabel zubewegt. Wenn ich jemals ein kleiner Junge gewesen wäre, würde mich das, was sie jetzt tut, schlagartig sämtliches auf Bäume klettern und Baseball spielen vergessen lassen. Schließlich macht sich ihr Finger auf den Weg zu einem anderen Teil meiner Anatomie. Ich wollte das Schicksal aller Menschen auf dem Planeten bestimmen, platze ich heraus. Wirklich? Ihre Finger streichen wieder aufwärts über meinen Körper bis über meine Taille, bevor sie ihr Kinn auf meine Brust legt und mich ansieht. Ist das nicht ein bisschen zu ambitioniert für einen kleinen Jungen? Ich zucke nur mit den Schultern. Es gibt keinen Grund, ihr zu verraten, dass Ambition eine Frau ist. Na dann, meint sie, legt ein Bein über meine Hüfte und setzt sich auf mich. Mit den Lippen an meinem Ohr flüstert sie, wenn dich die Schicksale der Menschen so interessieren, wieso fängst du nicht mit meinem an? Eine halbe Stunde später sitzen wir in Bademänteln am Küchentisch, trinken Kaffee und essen die kalten Reste der Pasta, die wir bei Nix bestellt haben. Sarah ist eigentlich immer so. Sie kocht nie. Die Reste wärmt sie nicht erst im Ofen auf, sondern isst direkt aus der Schachtel oder aus der Dose. Chinesisches Essen, Pasta, Omelettes, sogar Suppe. Wie sich herausstellt, besitzt sie nicht einmal Geschirr. Was erklärt, wieso ich Spaghetti Marinara mit Fleischbällchen aus einem Reisekaffeebecher von Starbucks esse. Also, was wolltest du werden, als du klein warst? Frage ich. Ich versuche tatsächlich immer noch Sarah zu verstehen. Hoffe, dass sie etwas enthüllt, das ein wenig Licht auf ihre Bestimmung wirft. Mir einen Einblick in ihre Zukunft bietet. Als ich ein kleines Mädchen war, wollte ich Zigeunerin werden. Zigeunerin? Frage ich und bin mir nicht sicher, wie mir das weiterhelfen soll. Ich wollte durch das Land reisen und Vorführungen für die Leute geben. Sie unterhalten, sie zum Lachen bringen und ihnen Flaschen mit Wasser verkaufen, die sie für magische Tränke halten sollten. Also wolltest du sie für dumm verkaufen? Stelle ich fest. Dann wollte ich Nonne werden, fährt sie ungerührt fort. Wieso Nonne? Ich glaube, damit wollte ich wieder gut machen, dass ich Zigeunerin werden wollte. Ja, klingt nachvollziehbar. Danach wollte ich Cowgirl, Rockstar, Zahnärztin, Puffmutter, ein menschlicher Kegel, Sängerin in einem Nachtclub, Hundesitterin, Cheerleaderin, Trapezkünstlerin, Taxifahrerin, Paläontologin und Kopfgeldjägerin werden. Naja, so viel zu dem Plan, durch Sarahs Vergangenheit etwas über ihre Zukunft zu erfahren. Und wie bist du dann in der Immobilienbranche gelandet? Erkundige ich mich. Ich bin da irgendwie reingerutscht. Aber es hat schon etwas Befriedigendes, den Menschen dabei zu helfen, den Ort zu finden, den sie ihr Zuhause nennen können. Es ist, als würde man den Menschen helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Okay, jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Natürlich, nur weil Sarah ein paar noble Eigenschaften besitzt, erklärt das noch lange nicht, wieso die Menschen ihr auf diese besondere Art begegnen. Ihre Wirkung auf Menschen ist nicht unbedingt eine Reaktion darauf, was sie ist, sondern außerdem auf das, was sie bestimmt ist, zu werden. So nah bei ihr zu sein und trotzdem keine echte Ahnung zu haben, wer sie ist oder wohin sie will, ist aufregend und beunruhigend zugleich. Immerhin bin ich es gewohnt, die Zukunft von 83% der Weltbevölkerung zu lesen und genau zu wissen, wie sich die Dinge entwickeln. Die Unfähigkeit, die Personen zu lesen, die man liebt, ist etwas, an das man sich erst gewöhnen muss. Sarah ist für mich wie eine leere Mattscheibe. Alles, was ich erkennen kann, ist nur eine milchige Spiegelung der Gegenwart. Vermutlich sollte ich mir Sorgen darüber machen, dass Bestimmung von meinem Interesse an Sarah weiß. Besonders wenn man bedenkt, dass ich mich des Eingreifens gleich in mehreren Fällen schuldig gemacht habe. Bis jetzt habe ich die Schicksale von mehr als 200 Sterblichen absichtlich verändert. Keine wirklich alarmierende Anzahl im Verhältnis zum großen kosmischen Gefüge. Abgesehen davon habe ich die meisten von ihnen einfach zurück auf ihren ursprünglichen Pfad gesetzt. Aber wenn man bedenkt, welchen Einfluss diese rund 200 Leute auf die anderen Menschen haben, mit denen sie in Kontakt kommen, könnte sich die Zahl exponentiell vergrößern. Wie eine Seuche,
Nur, dass ich statt Krankheit Hoffnung sehe. Trotzdem, ich fühle mich großartig, weil ich Ihnen geholfen habe. Gestärkt, unberührbar, unverwundbar. Was nicht allzu weit hergeholt ist. Schließlich bin ich unsterblich. Außerdem habe ich Bestimmung seit über einem Monat nicht mehr gesehen. Vielleicht hat sie mich vergessen und sich dafür entschieden, mir meinen kleinen Spaß zu lassen. Glaubst du an Bestimmung? Fragt Sarah. Wenn dir Spaghetti und Fleischbällchen aus der Nase schießen, ist es nicht halb so lustig, wie es sich anhört. Wiederhole ich hustend. Naja, der unausweichliche Pfad, der für dein Leben vorbestimmt ist. Das ist Schicksal, korrigiere ich sie und entferne ein Stück Fleischbällchen aus meinem linken Nasenloch. Wirklich? Fragt sie. Bist du dir da ganz sicher? Ich bin mir ziemlich sicher. Und was ist dann Bestimmung? Ich erkläre ihr den Unterschied, ohne zu sehr ins Detail zu gehen oder Bestimmung als Hure zu bezeichnen, was gar nicht einfach ist. Am Ende geht es um die Wahl, sage ich. Beim Schicksal gibt es keine. Dein Erfolg wird von einer Macht festgelegt, die über deinen Wahlmöglichkeiten steht. Bei der Bestimmung bist du mehr in den Entscheidungsprozess eingebunden. Also ist die Bestimmung besser, fasst sie zusammen. Och, nu, ich würde nicht so weit gehen zu behaupten. Und das Schicksal ist ziemliche Scheiße. Die Unterhaltung entwickelt sich nicht in eine Richtung, die mir gefällt. Das Schicksal wird nur missverstanden, sage ich, was nicht so ganz richtig ist. Ich bin wirklich scheiße. Aber ich arbeite daran. Wieso willst du wissen, ob ich an Bestimmung glaube? Frage ich, um das Gespräch von meinen persönlichen Mängeln fortzulenken. Ich weiß nicht, sagt sie, nimmt einen Bissen und spricht mit vollem Mund weiter. Ich habe bloß das Gefühl, dass es dir und mir vorherbestimmt gewesen ist, uns zu begegnen. Obwohl das ein reizvoller Gedanke ist, ist es nicht besonders wahrscheinlich. Unsterbliche können nicht einmal auf dem Radar eines anderen Unsterblichen erscheinen. Und ganz sicher tauchen wir nicht auf dem Pfad eines Sterblichen auf. Und ich habe mich mit dieser Frau angefreundet, die ich im Central Park getroffen habe. Wir haben über Schicksal und Bestimmung gesprochen, fährt Sarah fort. Ich glaube, das ist einfach bei mir hängen geblieben. Frau, frage ich misstrauisch nach. Was für eine Frau? Sie heißt Betty. Eine wunderschöne, rothaarige, fantastischer Körper. Einfarbige Kleidung, lebt in Soho. Wir treffen uns nächste Woche zum Essen. Kein Wunder, dass ich in letzter Zeit so wenig von Bestimmung gesehen habe. Sie hat sich mit meiner Freundin rumgetrieben, während ich unterwegs gewesen bin, um die Schicksale von Drogensüchtigen, gescheiterten Lehrern und Top-Politikern zu richten. Also gut. Bestimmung bricht die erste Regel. Nicht, dass ich mich da beschweren dürfte. Was hat sie sonst noch erzählt? Erkundige ich mich. Anscheinend hat Bestimmung über die Tugenden des Feminismus gesprochen, die Werbetrommel für Keuschheit gerührt und die Vorzüge der Selbstbefriedigung gepriesen. Fast kann ich bestimmungskehliges Lachen hören, und ich frage mich plötzlich, ob sie uns genau jetzt beobachtet. Wenn Bestimmung in der Nähe ist, kann ich sie meistens spüren. Wir sind sowas wie eineiige Zwillinge. Mal davon abgesehen, dass wir einander überhaupt nicht ähnlich sehen und bisweilen Sex miteinander haben. Aber Sarah lenkt mich so sehr ab, dass es durchaus möglich ist, dass ich es nicht mitbekommen würde, wenn sie uns von irgendwo zusieht. Nachdem ich mich kurz vor Abscheu geschüttelt habe, schaue ich mich in Sarahs Apartment um. Ich forsche nach irgendetwas Rotem, das merkwürdig fehl am Platz wirkt. Doch ich sehe nur erdige Farben. Andererseits enthält Sarahs Schlafzimmer mehr Rottöne als die Augen von Sucht. Wieso weißt du überhaupt so viel über Schicksal und Bestimmung? Fragt Sarah. Nur ein Hobby, antworte ich und gehe zum Schlafzimmer. Merkwürdiges Hobby, entgegnet sie. Als ich am Eingang des Schlafzimmers stehe und mich umsehe, weiß ich, dass Bestimmung nicht da ist. Trotzdem kann ich das Gefühl nicht abschütteln, dass sie irgendwo in der Nähe ist und mich genau am Auge behält. Vielleicht werde ich auch einfach langsam paranoid. Nur für den Fall der Fälle hinterlasse ich ihr einen Gruß.
Ich strecke beide Mittelfinger aus und hebe gut sichtbar die Hände. Dann strecke ich die Zunge raus und schicke einen mächtigen Lippenfurz hinterher. »Was machst du da?« fragt Sarah aus der Küche. »Nichts«, erwidere ich und gehe zurück zu ihr. »Ich schaue nur nach, ob die Bestimmung hier ist.« Sie lehnt sich gegen den Küchentisch und lächelt mich an. Dabei öffnet sich ihr Bademantel einen Spalt breit und gibt den Blick auf ihre linke Brust frei. »Dann suchst du am falschen Ort«, sagt sie. »Deine Bestimmung wartet genau hier auf dich.« Ich muss sagen, dass Sarah so teilweise entblättert zwischen einer Komposition aus Schachteln vom Lieferservice und Plastikbechern ziemlich hinreißend aussieht. Dennoch stellt Bestimmung bei meiner Jagd nach dem Glück mit Sarah offenbar ein größeres Hindernis dar, als ich zuerst dachte. Was bedeutet, dass ich Hilfe brauchen werde. Ich weiß, dass Faulheit und Völlerei mehr als bereit wären, mir ihre Dienste anzubieten, aber ein Vielfraß mit Laktoseintoleranz und ein haschrauchender Narkoleptiker sind nicht ganz das, was ich mir da vorgestellt habe. Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss, aber ich kann nicht, erwidere ich. Ich muss zur Arbeit. Es ist doch Sonntag, gibt Sarah zurück. Ein enttäuschter Ausdruck huscht über ihr Gesicht und macht, dass ich mich wie schuld fühle. Ich dachte, wir würden den Tag miteinander verbringen. »Ich weiß«, sage ich, »aber ich muss mich mit einem Klienten wegen internationaler Termingeschäfte und Zukunftsplanungen treffen.« »Das entspricht nicht ganz der Wahrheit, ist aber auch nicht vollkommen gelogen. Außerdem kann ich Sarah schließlich kaum erzählen, dass ich das Land verlasse, um Tod zu suchen.« Sie stößt sich vom Tisch ab, macht sich nicht die Mühe, ihren Mantel zu schließen und kommt zu mir hinüber. »Bist du dir sicher, dass du dich nicht krank melden kannst?« fragt sie und presst sich an mich. Angestrengt versuche ich, an Baseball zu denken, an überfahrene Tiere oder an Attila, den Hundenkönig, in einem Stringtanger. Alles, um mich von Sarahs nacktem, warmem Körper abzulenken. »Ich wünschte, ich könnte«, meine ich, »aber ich muss gehen.« »Wann bist du zurück?« fragt sie, legt ihre Arme um mich und hält mich fest. Ihr Atem kitzelt an meinem Ohr. »Sobald wie möglich«, antworte ich, »und das ist nicht gelogen.« Sie lässt los und schaut mich an. Ihr Gesicht ist wie ein außergewöhnliches Kunstwerk. Perfekt. Selbst in meiner Vorstellung sehe ich es mit jedem kleinen Detail darin, wenn ich meine Augen schließe. »Versprichst du, mich später zu stalken?« fragt sie. Als ob ich das versprechen müsste. Es gibt ein paar Dinge, die man über Teddy wissen muss. Zunächst mal, selbst wenn er nicht einen 500 Jahre währenden Groll gegen jemanden hegt, der einmal sein bester Freund gewesen ist, kann er ein bisschen griesgrämig rüberkommen. Schließlich ist er der Tod. Was sein gesellschaftliches Leben ziemlich versaut. Obwohl er gelegentlich Dinnerpartys schmeißt oder den Gastgeber bei Barbecues gibt, hat er es schwer, sich von dem Makel zu lösen, mit dem man ihn assoziiert, das Leben aller Menschen zu beenden. Die meisten der anderen Unsterblichen sind der Meinung, dass Teddys Job eine Last der Schuld mit sich bringt. Wer unzählige Äonen damit verbracht hat, Seuchen, Völkermorde und Terrorismus unter die Menschen zu bringen, neigt irgendwann dazu, einen Hang zu mitleidsloser Müllbeseitigung zu entwickeln. Teddy hat mir mal erzählt, tot zu sein wäre, als würde man ein Orchester dirigieren, das ewig dieselbe Symphonie spielt. Und dass er sich inzwischen an jeden Takt, jedes Maß und jede Bewegung so sehr gewöhnt habe, dass seine Handlungen ganz automatisch abliefen. Die Inszenierung des Todes ist ihm zur Natur geworden. Trotz unserer Meinungsverschiedenheit, Teddy ist kein übler Typ. Er wird nur missverstanden. Ist ja nicht so, dass er die Menschen dazu zwingen würde, ihre Ernährung auf herzverklumpende Fette umzustellen oder auf das Heck von Motorbooten zu klettern, während der Motor läuft. Bis auf Altersschwäche, Flugzeugabstürze und gelegentliche Naturkatastrophen sterben die meisten Menschen heutzutage daran, dass sie schlechte Entscheidungen treffen. Rauchen, Komasaufen, Kugelfisch essen. Andere Menschen sind einfach von Natur aus dämlich. Sie trinken und fahren dann Auto. Sie stecken sich selbst in Brand. Sie versuchen, eine Kettensäge mit ihrer Femoralarterie zu stoppen. Und all diese Menschen geben ausgerechnet Teddy die Schuld?
Ganz ehrlich, niemand will heutzutage mehr die Verantwortung für seinen eigenen Tod übernehmen. Noch bevor Bestimmung auf meine Gefühle für Sarah aufmerksam geworden ist, habe ich in letzter Zeit oft an Tod gedacht. Vielleicht, weil ich mich so gut gefühlt habe, weil ich meinen Menschen geholfen habe, eine weniger düstere Zukunft zu entdecken. Vielleicht auch, weil ich mich in eine Sterbliche verliebt habe. Oder weil ich nicht will, dass Sarah als Kollateralschaden in der Auseinandersetzung von zwei unsterblichen Wesenheiten endet. Und so habe ich mich dazu entschieden, dass es an der Zeit ist, diesen ganzen Columbus-Zwist zu beenden. Deshalb bin ich hier in Wien, in Österreich. Ich stehe vor einem UPS-Zwischenlager, esse Wurst mit Senf, trinke dazu ein Mohrenpfiff-Bier und beobachte den 48-jährigen Günther Zivig, der einen Stapel leerer Kartons in die Müllpresse hinter dem Lagerhaus wirft. Günther hat in den letzten 15 Jahren für UPS gearbeitet und die hydraulische Presse unzählige Male benutzt. Doch heute steht er kurz davor, das volle Ausmaß seiner menschlichen Dummheit zur Schau zu stellen. Sobald Günther die Presse mit Kartons vollgestopft hat, wird er sie anstellen, auf den Rand der Maschine klettern und die Pappe hineindrücken. Und zwar mit dem Fuß, der kurz darauf von der Presse erfasst werden wird. Niemand wird bemerken, was passiert ist. Erst am nächsten Morgen werden seine Mitarbeiter die zerquetschte Leiche finden. Bis jetzt sehe ich kein Zeichen von Teddy, was mich nicht weiter überrascht. Bei über 150.000 Toten pro Stunde weltweit kann er wirklich nicht jedem Ableben beiwohnen. Deshalb neigt er dazu, Einzelfälle auszuwählen. Den Großteil der Kindstode und der natürlichen Todesfälle überlässt er Verheerung und Verzweiflung. Um den Rest kümmert Teddy sich persönlich. Märtyrer, Helden, Mordopfer. Und in Fällen wie diesem pflegt Teddy in letzter Minute aufzutauchen. Außerdem war er nie ein großer Fan der österreichischen Küche. Ich nehme noch ein bisschen von meiner Wurst, als Günther die hydraulische Presse startet. Dann klettert er hinauf zum Einwurfsschacht und nutzt seinen rechten Fuß, um die Kartons tiefer in die Müllpresse zu drücken. Ehrlich, ich bin überrascht, dass er es geschafft hat, sein Leben nahezu 5 Dekaden lang zu behalten. Ich schaue zu, wie er seinen Fuß in die laufende Müllpresse schiebt und schüttle den Kopf. Mein altes Ich würde einfach die Wurst aufessen und das Bier austrinken, während Günther in die Müllpresse gezogen wird und seinem Schicksal begegnet, was zwar ein unangenehmer Anblick ist, ihn aber zumindest aus dem Genpool entfernt. Vielleicht liegt's darin, dass ich so lange mit ihnen gelebt habe. Doch trotz ihres begrenzten Vorstellungsvermögens, ihrer überflüssigen Konflikte und der lächerlichen Gesichter, die sie beim Sex machen, habe ich angefangen, eine kleine Schwäche für meine unbeholfenen, selbstzerstörerischen und irregeleiteten Menschen zu entwickeln. Ich weiß, dass ich nicht allen helfen kann, aber ich kann auch nicht daneben stehen und zusehen, wie einer von ihnen in einer Presse verendet. Zumindest nicht, wenn ich es verhindern kann. Kurz bevor die Maschine seinen Fuß erfasst, um Günther in den Schacht zu ziehen und ihn in einen menschlichen Pfannkuchen zu verwandeln, packe ich ihn am Kragen seiner braunen Uniform und zerre ihn von der Müllpresse weg. Ich habe überlegt, dabei unsichtbar zu bleiben. Doch dann würde Günther nicht erkennen, was ihm beinahe passiert wäre. Also materialisiere ich mich, bevor ich zugreife. »Hey!« schreit er, als er mich erblickt. »Was tun's hier?« »Dein Leben retten!« antworte ich, bevor ich mich wieder meiner Bratwurst zuwende. »Hast du überhaupt eine Ahnung, wie gefährlich es ist, deinen Fuß in eine laufende Müllpresse zu stecken?« Um meine Aussage zu unterstreichen, leere ich mein Bier und werfe die Dose in die Presse, die sie unter kurzem Knirschen und Knallen im Handumdrehen zerlegt. »Stell dir vor, das würde mit dir passieren«, sage ich, »und zwar am ganzen Körper.« Er schaut zur Müllpresse, dann zu mir, dann wieder zur Presse, als würde er darüber nachdenken, wer die Wahrheit sagt. Ich beginne mich zu fragen, ob es eine so gute Idee war, Günther Zivig zu retten. »Arbeiten Sie her?« fragt er. Ich weise mit beiden Händen auf meine Kleidung, die aus Flipflops, blaugrünen Shorts mit einem Diamantenmosaikmuster und einem kanariengelben T-Shirt mit der Aufschrift »Prostitutes Suck« besteht. »Sieht so aus, als würde ich hier arbeiten?« Er betrachtet mich, als würde er die Frage überdenken. »Wer sind Sie dann?« will er wissen. »Ich bin zuständig für die Arbeitssicherheit. Und wenn du nicht innerhalb von 5 Sekunden aus meinen Augen verschwunden bist, kommst du in meinen Bericht?«
Aber ich habe doch nur eins, zwei. Bevor ich drei sagen kann, rennt Günther schon auf den Hintereingang des Gebäudes zu. Ich sehe ihm nach, während ich den Rest meiner Wurst esse und mich bemitleide, weil ich nun kein Bier mehr habe, um sie herunterzuspülen. Kurz frage ich mich, ob ich einen kleinen Ausflug in die nächste Kneipe machen kann. Doch als ich mich umdrehe, steht Teddy da. Mit Partikelfiltermaske aus Neopren, Untersuchungshandschuhen in Industriestärke und genervtem Gesichtsausdruck. Was zum Teufel ist hier los? Überraschung! Begrüße ich ihn mit einem Lächeln, von dem ich hoffe, dass es nicht so gezwungen aussieht, wie es sich anfühlt. Mit seinen eisblauen Augen zwischen dem weißen Haarschopf und der Partikelfiltermaske mustert Teddy mich. Ich mag keine Überraschungen. Das stimmt. Nach der Zerstörung von Pompeji wollte ich eine Überraschungssiegesparty für ihn schmeißen und er hat den Caterer getötet. Was machst du hier? Fragt er und zieht die Filtermaske nach unten. Ich öffne den Mund, um es ihm zu erklären, aber es ist gar nicht so leicht, sich bei Tod zu entschuldigen. Ich hatte vergessen, wie einschüchternd er sein kann. Du hast das Leben dieses Menschen gerettet, stellt Teddy fest. Da wir gerade bei unangenehmen Momenten sind. Ich bin hergekommen, um mich mit Tod auszusöhnen und ihn in Sachen Bestimmung um seine Mithilfe zu bitten. Und was mache ich? Ich rette einen seiner Klienten. Na, großartig. Naja, es sah so aus, als könnte es ziemlich schmerzhaft werden, meine ich. Und es ist ja nicht so, dass er deshalb deutlich länger durchhalten würde. Tatsächlich hat Günther Zivik, obwohl ich ihn heute gerettet habe, nur noch 2 Jahre zu leben. Dann wird man ihn feuern. Er wird im Vollrausch nach Hause torkeln, seine Wohnungsschlüssel verlieren und versuchen, durchs Küchenfenster in seine Wohnung einzusteigen. Auf halbem Weg wird er ohnmächtig werden und mit dem Kopf im Waschbecken landen. Bevor er das Bewusstsein verliert, wird er jedoch noch die Meisterleistung vollbringen, aus Versehen das Warmwasser anzustellen. Und somit wird er sich selbst in seiner eigenen Spüle ertränken. Teddy stiert mich an, ohne zu blinzeln. Ich hasse dieses Gestarre. Das macht mich total fertig. Was hast du so getrieben? Erkundige ich mich. Was ich so getrieben habe? Wiederholt er, als wollte er mich fragen, ob mir wirklich kein besserer erster Satz einfiele. Mal überlegen. Eine Handvoll Revolutionen, 1 Dutzend Bürgerkriege, unzählige Aufstände, einige ethnische Säuberungen, mehrere Weltkriege, Irak, Vietnam, der Mittlere Osten, zahllose Terroranschläge, der Holocaust, ein ganzes Rudel Serienmörder, ein paar Atombomben, Rebellionen, Umstürze, Attentate, Morde, Flugzeugabstürze, Erdbeben, Tsunamis, Wirbelstürme und HIV. Okay. Ein bisschen unterschwellige Feindseligkeit. Damit habe ich gerechnet. Das habe ich vielleicht sogar verdient. Aber trotzdem. Naja, wenn du die Santa Maria einfach versenkt hättest, setze ich dagegen, oder eine Meuterei angezettelt hättest, oder das Schiff mit einer Seuche infiziert hättest, fängst du schon wieder damit an, unterbricht er mich. Da kann ich dagegen halten, den ganzen Tag, wenn nötig. Sieh mal, sage ich, ich meinte doch bloß, dass... Ich bin nicht derjenige, der seinen besten Freund gebeten hat, die Regel zu brechen, fällt Teddy mir erneut ins Wort. Ich bin nicht derjenige, der seinen besten Freund gebeten hat, das Schicksal der gesamten Menschheit zu verändern. Und ich bin nicht derjenige, der gerade einen Menschen vor einer Müllpresse gerettet hat. So wie er es sagt, klingt das, was ich getan habe, gar nicht mehr so heldenhaft. Das hatte ich mir so nicht vorgestellt. Ich bin nicht hergekommen, um einen alten Streit aufzuwärmen. Ich bin hier, um die Sache in Ordnung zu bringen, um mich zu entschuldigen, um ein neues Bündnis zu schließen. Aber das ist das Problem daran, Schicksal zu sein. Manchmal kann ich mich einfach nicht so akzeptieren, wie ich bin. Es tut mir leid, bricht es aus mir heraus. Wegen Kolumbus, wegen der 5 Jahrhunderte Krieg zwischen uns, wegen der Müllpresse, alles. Ich bin schuld. Es tut mir leid. Teddy mustert mich, als wäre er sich nicht sicher, ob er recht gehört hat. Es tut dir leid. Ich nicke. Wirklich? Ich nicke wieder. Wirklich? Hand aufs Herz. Bei deinem Leben? Wenn ich ein Herz hätte, würde ich meine Hand drauflegen, sage ich. Und wenn ich sterben könnte, dann glaube ich, dass es das ist, was ich geben würde, mein Leben.
Teddy starrt mich einen Moment lang an, bevor er schließlich nickt, als würde er bestätigen wollen, dass er mir glaubt. Dann, zum ersten Mal seit Jahrhunderten, lächelt er. Es ist zwar nur ein kleines Lächeln, aber trotzdem ein Lächeln. Und so schwer das zu glauben sein mag, es gibt niemanden im ganzen Universum, der ein so bezauberndes und strahlendes Lächeln wie Tod hat. Ich lächle zurück, und diesmal fühlt es sich nicht gezwungen an. Wir stehen einfach nur da und die Stille wird allmählich unangenehm, weil keiner von uns weiß, was er nun tun soll. Ich bemerke, dass Teddys Augen glasig sind. Und obwohl es nicht das erste Mal wäre, beunruhigt es mich doch immer ein wenig, wenn Tod zu weinen beginnt. »Du siehst gut aus«, sage ich und versuche, das Eis zu brechen. »Du auch«, erwidert er. »Ist das ein neuer Anzug?« »Neuestes Modell.« Ich lasse meinen Bizeps spielen. Beliebt bei den Frauen. Er nickt und lächelt, und ich frage mich, wann er das letzte Mal flachgelegt worden ist. Ein paar Minuten verbringen wir damit, uns gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen. Dabei versuchen wir, die Tatsache zu ignorieren, dass wir 500 Jahre gebraucht haben, um uns auszusöhnen. Aber da unsere Terminkalender ziemlich voll sind, bleiben uns nicht mehr als einige Minuten zum Quatschen, und deshalb planen wir ein Treffen, sobald wir beide wieder in Manhattan sind. »Hey, Sergio«, sagt Teddy. »Was gibt's?« Ich kann an seinem Gesichtsausdruck erkennen, dass er mir etwas Wichtiges mitteilen will. »Du weißt, dass du dich nicht mit den Menschen einlassen solltest.« Ich nicke, obwohl ich überlege, ob er Günther Zivig meint oder ob er irgendwie von Sarah erfahren hat. Aber im Grunde spielt das eigentlich keine Rolle. »Wirst du es Jerry erzählen?«, frage ich. Er schüttelt den Kopf. »Sei einfach vorsichtig. Menschen können dir mehr Schwierigkeit bereiten, als die ganze Sache wert ist.« Und dann ist er weg. Lässt mich zurück, um den Sinn und Zweck meiner Rettungsaktionen zu überdenken. Allerdings bleibt mir zum Nachdenken nicht viel Zeit, weil Günther Zivig mit einer Handvoll Sicherheitsbeamter zurückkommt, um mich vom Gelände zu werfen. Das ist der Dank dafür, dass ich sein Leben gerettet habe. Das buddhistische Gegenstück zu den Konzepten Schicksal und Bestimmung ist Karma. Die Summe aller Dinge, die ein Mensch getan hat, gerade tut und noch tun wird. Die Auswirkungen sämtlicher Aktionen und Taten erschaffen die Vergangenheit, die Gegenwart und die Erfahrungen der Zukunft. Aber Karma ist nicht gleich Bestimmung, weil Menschen zu einem gewissen Grad freie Entscheidungen treffen und dadurch ihre Bestimmung beeinflussen. Und eine spezielle Tat, die du jetzt ausführst, verdammt dich nicht automatisch zu einem vorbestimmten Schicksal. Sie führt vielmehr zu einer karmischen Konsequenz. Wie bei dem indischen Hindu, der da eben an dem Tisch nahe der Eingangstür sitzt. Der Typ ist nicht stehen geblieben, um einer Frau zu helfen, der auf dem Nachhauseweg die Einkaufstaschen heruntergefallen sind, sagt Karma, dippt ein Stück Naanbrot in sein Lammcurry und spült das Ganze mit seinem letzten Schluck Bier hinunter. Also den Deppen einfach nicht interessiert. Und jetzt schau genau hin. Der Hindu, der unglücklich heiraten und seine Frau in 9 Jahren betrügen wird, greift nach seinem Wasserglas, wobei der Ärmel seines weißen Hemds in seinem Essen landet. Als er es bemerkt, zieht er den Arm so schnell zurück, dass er dabei den Ellbogen der vorbeigehenden Bedienung trifft. Das wiederum führt dazu, dass diese ihr Tablett voller Chai-Tee in den Schoß des Inders fallen lässt. »Bingo«, ruft Karma. »Volltreffer«. Ich kenne Karma so ungefähr seit Beginn meiner Existenz. Wir haben uns in Ursuppe 101 getroffen und uns sofort angefreundet. Wir haben uns sogar während der Pfadorientierungswochen ein Zimmer geteilt und waren im Kurs Grundlagen der menschlichen Existenz Laborpartner. Jerry hat das Seminar geleitet, das Karma und ich mehr als einmal geschwänzt haben, um Gras zu rauchen und danach ein paar Wellen vor Südafrika mitzunehmen. Trotz unserer Versuche, Jerry davon zu überzeugen, dass das unsere Feldstudien am Homo erectus gewesen seien, mussten wir unsere Fehlstunden während des Niedergangs der Neandertaler nachholen. Ich habe Karma seit einiger Zeit nicht mehr gesehen, ungefähr seit der großen Weltwirtschaftskrise, da er dazu neigt, die meiste Zeit in Indien zu verbringen. Es ist nicht leicht, irgendjemanden unter 1 Milliarde Menschen zu finden, die auf einem Subkontinent zusammengequetscht leben. Aber genauso wie bei Tod ist es gut, Karma auf seiner Seite zu haben. Also habe ich ihn in einer Bar in Neu-Delhi aufgespürt und zum Essen eingeladen.
Um es auf den Punkt zu bringen, Karma ist Alkoholiker. Bier, Wein, Whisky, alles, was gebraut, fermentiert und destilliert wird. Seine Lieblingsbeschäftigung sind Besuche beim Münchner Oktoberfest, Barhopping am St. Patrick's Day in Dublin und ein paar kurze Kippen am Cinco de Mayo, dem mexikanischen Nationalfeiertag, in Tijuana. Wenn Karma betrunken ist, ist er allerdings nicht gut drauf. Stellt euch jemanden vor, der echt unangenehm laut wird und widerwärtig. Denkt an einen amerikanischen Touristen. Hey, Apu! Meint Karma und winkt dem Kellner mit seiner leeren Bierflasche zu. Wie wär's mit noch einem Bier? Der Kellner, der gerade an einem anderen Tisch eine Bestellung aufnimmt, wirft Karma einen geringschätzigen Blick zu. Vermutlich keine gute Idee, denke ich bei mir und behalte recht. Sobald sich der Kellner umdreht, stolpert er und fällt in einen Tisch mit russischen Touristen. Also, was ist dein Tipp für dieses große Ereignis, über das Jerry dauernd redet? Fragt Karma. Ich weiß nicht, gebe ich zurück und sehe zu, wie sich der Ober bei den Touristen entschuldigt. Ich habe eigentlich noch gar nicht so richtig darüber nachgedacht. Während der letzten Monate hat Jerry ein paar weitere E-Mails wegen seines großen Ereignisses versendet. Jeder einzelne davon genauso kryptisch wie die erste, wobei er irgendwas von bedeutenden globalen Folgen erwähnt hat. Tja, Zufall verwaltet die Kasse, falls du mitwetten willst, erklärt Karma. Die meisten tippen auf eine Pandemie, obwohl auch über eine neue Eiszeit und den nuklearen Holocaust diskutiert wird. Und zuletzt habe ich gehört, dass die Quoten für die Rückkehr des Messias 12:1 stehen. Die Rückkehr des Messias bekommt immer eine Quote von 12:1. Ratet mal, warum. Also, was sagst du? Fragt Karma und bemüht sich, eine andere Bedienung mit seiner leeren Bierflasche heranzuwinken. Was für eine Pandemie? Erkundige ich mich. Sprechen wir von einer Grippewelle oder einer Seuche? Spielt keine Rolle, antwortet Karma. Pandemie ist Pandemie. Zufall ist kein Haarspalter. Ich hatte mir in letzter Zeit zwar nicht besonders viel Gedanken darüber gemacht, aber eine weltweite Seuche könnte Wunder wirken und mir ein ungeahntes Freizeitkontingent bescheren. Kurz erwäge ich, mein Geld auf eine Pandemie zu setzen. Oder vielleicht auf den nuklearen Holocaust. Doch beide Optionen klingen für mich nach schlechtem Karma. Also entscheide ich mich für die Eiszeit. Macht nicht so viel her, aber ich halte das für eine relativ sichere Wette. Immerhin hatten wir schon ziemlich lange keine mehr. Hallo, schreit Karma alle an. Ich verdurste hier hinten. Alle Gäste an den anderen Tischen schauen in unsere Richtung. Im hinteren Teil des Restaurants kann ich den Manager erkennen, der mit mehreren Mitgliedern des Bedienungspersonals spricht. Du könntest deine Stimme vielleicht ein wenig senken, rate ich ihm und lehne mich nach vorne. Die Menschen fangen an, dich zu bemerken. Es wird auch Zeit, dass sie mich bemerken, sagt er und schiebt sich eine Gabel Gemüse in den Mund. Die meiste Zeit laufen sie mit Scheuklappen durch die Ziele des Lebens und sind vollkommen blind dafür, wie ihre Handlung ihre erbärmliche Existenz beeinflussen. Damit dürfte klar sein, warum wir immer so gut miteinander ausgekommen sind. Ein Kellner bringt Karma schließlich ein weiteres Bier, was ihn eine Weile zufriedenstellt. Dadurch bekomme ich endlich die Chance, die Frage zu stellen, die mich beschäftigt, seit Sarah gemeint hat, es wäre vorherbestimmt gewesen, dass wir uns begegnen. Klar, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber das war die menschliche Evolution auch. Ist es eigentlich möglich, dass ich auf dem Pfad der Bestimmung wandle? Frage ich. Karma leert die Hälfte seines Biers in einem Zug. Hast du dich wieder mit Irrsinn rumgetrieben? Um es auf den Punkt zu bringen, Irrsinn ist... Naja, ihr wisst schon. Nein, erwidere ich. Ich habe mich bloß gefragt... Also dann. Das Prädestinationsgesetz legt ganz klar fest, dass Bestimmung, Schicksal und Karma niemals die Pfade kreuzen, sich denselben Pfad teilen oder auf dem Pfad eines der anderen erscheinen können. Unterbricht er mich. Das wäre eine kosmische Unmöglichkeit. Karma war schon immer der bessere Schüler von uns beiden. Also kann es nicht sein, dass es die Bestimmung eines Sterblichen ist, einen Unsterblichen zu treffen? Frage ich. Ich meine, dass es nicht nur seine Bestimmung ist, mich zu treffen, um meine Bestellung aufzunehmen oder mir Getränke zu bringen, sondern dass unser Aufeinandertreffen einen Plan verfolgt. Ein Ziel.
Karma starrt mich an, wie Papst Urban VIII. Galileo Galilei angestarrt hat, als dieser ihm erklärte, die Sonne sei das Zentrum des Universums. »Schau dich mal unter diesen Menschen um«, sagt Karma und zeigt mit seiner halbleeren Flasche auf die Gäste und Angestellten. »Glaubst du, dass irgendeine dieser sterblichen Unterkreaturen dazu bestimmt ist, einem von uns geplant und gezielt zu begegnen? Dass irgendjemand hier Karma oder Schicksal persönlich begegnen soll?« Er nimmt einen weiteren Schluck aus der Flasche. »Vielleicht Scham oder Mittelmäßigkeit?« Der Mann mit den zukünftigen Ejakulationsproblemen am Nebentisch stiert uns an. »Was guckst du so?« fragt Karma. Der Mann schaut weg und nippt an seinem Tee. »Ja, so ist richtig«, wettert Karma. »Ignoriere uns. Tu so, als wären wir gar nicht hier. Tu so, als hätten deine Handlungen keine kosmischen Konsequenzen.« Der Mann ignoriert uns weiterhin und bittet einen vorbeigehenden Kellner um die Rechnung. »Vielleicht solltest du ein bisschen runterkommen«, sage ich. »Runterkommen?« erwidert Karma, während er den Rest seines Bieres leert. »Wie soll ich runterkommen, wenn sich überall um mich herum diese Kreaturen in einem fortwährenden Stadium der Ignoranz befinden?« Hört sich vertraut an. »Es sind bloß Menschen«, halte ich dagegen. »Sie können nicht anders.« »Natürlich können sie«, wendet Karma ein und seine Stimme hebt sich. »Aber stattdessen konzentrieren Sie sich nur darauf, wie viel Geld Sie verdienen oder was für ein Auto Sie fahren oder welche Marke auf dem Etikett Ihrer Unterwäsche steht.« Die Hälfte der Gäste im Restaurant blickt jetzt in unsere Richtung. »Macht nur weiter so mit euren erbärmlichen kleinen menschlichen Gedanken über Geld und persönlichen Besitz«, schreit er. »Könntest du einen Gang runterschalten?«, bitte ich ihn. Doch Karma stellt sich mit der leeren Bierflasche in der Hand bereits auf seinen Stuhl und brüllt, »Wie wär's, wenn ihr ein bisschen weniger Gewicht auf materielle Güter legt und dafür ein bisschen mehr auf Selbstreflexion?« Nicht ganz das, was ich mit runterschalten meinte. Ich schaue zum Manager, der sich nun in unsere Richtung bewegt. Ich glaube, wir sollten besser gehen«, schlage ich Karma vor. Er nickt. »Gute Idee.« Damit löst er sich in Luft auf und überlässt mir das Nachspiel und die Rechnung.